bewusst in Berührung mit dem christlichen Glauben bin ich gekommen in meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet über den Konfirmationsunterricht, die Mitarbeit im CVJM. Ja, und nachher habe ich dann über das Gymnasium, wo ich auch in der Arbeitsgemeinschaft über den christlichen Glauben sowohl katholisch wie evangelisch, ökumenisch, was zur damaligen Zeit sehr schwierig war, und habe dann auch zuerst als Theologiestudent angefangen. Es ist nicht etwas sehr Ungewöhnliches, dass Mediziner von dem christlichen Glauben begleitet werden. Es gibt recht viele Mediziner, die angefangen haben mit der Theologie. Der christliche Glauben gibt doch manche Entscheidungshilfe, auch die man in der Medizin treffen muss. Mein Engagement in der Kirchengemeinde, im kirchlichen Leben hier in Crailsheim, ist eigentlich passiert, wie es häufig war, dass ich angesprochen wurde. Ich bin nicht derjenige gewesen, der hingeht, anspricht, kann ich das machen? Und zwar vom damaligen Dekan Engels wurde ich angefragt, ob ich im diakonischen Bezirksausschuss mitwirken könne. Habe ich ja gesagt. Dann gab es durch Krankheit, Tod einen Wechsel oder einen notwendigen Wechsel in der Bezirkssynode, wo mit Umwegen ich dann reingewählt wurde und dann Vorsitzender der Bezirkssynode war. Bin dann auch eingestiegen in die Arbeit der Kirchengemeinde der Johanneskirche. In den Gremien ist es oft sehr schwierig, jetzt zu trennen, christliche Leitlinien und gleichzeitig aber auch Verwaltungsangelegenheiten. Als Beispiel, kirchliche Haushalt, sei es in der Gemeinde, sei es vor allen Dingen auch in der Bezirkssynode oder im Bezirk, braucht rein kaufmännisches Denken. Es müssen Dinge dort eingesetzt werden. Man ist auch zum großen Teil gebunden durch Vorgaben, die schon durch Bestimmungen da sind. Aber man hat Möglichkeiten, jetzt bestimmte Einzelposten ein klein wenig dann mehr zu bestimmen, dass man dort mehr, sagen wir, christliche Akzente zum Leuchten bringt. Ob jetzt im Rahmen des Reformationsjubiläums eine neue Reformation nötig ist, ist schwer zu beurteilen. Auf der anderen Seite, ja, schon Luther hat gesagt, Ecclesia semper reformanda, muss dauernd reformiert werden. Und das kann sicherlich durch solch einen Zeitpunkt, durch solch einen Einschnitt wie das Reformationsjubiläum beschleunigt werden. Ich sehe in dem Reformationsjubiläum eine Möglichkeit, neue Impulse wieder in die Kirche zu bringen, alte behindernde Lasten wegzulassen. Vor allen Dingen sehe ich in dem Reformationsjubiläum keine Gedenkveranstaltung, sondern ich sehe da drin die verschiedenen Möglichkeiten auch neu zu erörtern, auch Dinge, die Luther gesagt hat, jetzt kritisch zu hinterfragen, um dort seine Forderungen jetzt mit den heutigen Gegebenheiten in Verbindung zu bringen.